Servus Leute. Grüß euch. Ich wollte euch heute die neue Map ein bisschen vorstellen. Heißt Austernbucht. Jetzt die größte Map im Spiel. Und ja. Ja, was gibt's zu der Karte zu sagen? Ich finde sie ganz interessant. Sie besteht aus vielen Schläuchen. Hier haben wir einen. Dann hier ist so unbespielbares Gebiet. Hier ist so ein Schlauch. Hier ist so ein Schlauch. Hier ist so ein Schlauch. Hier ist sehr schlauchig. Aber hat auch dann dementsprechend relativ viel Auswahl. Ja, ich bin hier mit meinem DNA gespawnt. Gehen wir mal raus. Ja, ich finde die Karte ganz nett. Also sie ist auch schön gemacht vom Design her. Aber man muss sich gehörig überlegen, wohin man fährt. Also ich denke, das ist meine persönliche Meinung. Für Mates ist die Karte optimal, aber auch als Heavy kann man ja ganz viel Spaß haben, wie ihr gleich sehen werdet. Aber mir ging es auch darum, vor allem die Karte mal ein bisschen vorzustellen. Hier so in der Mitte, das ist so dieses Fluggelände, das ist so irgendwie unbespielbar. Oder da seid ihr mit dem Light gut aufgehoben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die Heavys fahren, wie ich jetzt gerade hinfahre, in die Gegend hier. Meistens. Ja, und der Rest vom Shit darüber. Nein. Seht ihr, der HWK ist auch schon geplatzt. Wie gesagt, ich finde die Mitte nur bespielbar für Lights. Die können da relativ viel aber auch aufmachen oder für mobile Mediums. Ne? Ja. Ich entscheide mich kurz mal hier zu pieken, war wohl nicht so gut die Entscheidung. Aber das Spiel gönnt mir ein bisschen, das ist auch nicht schlecht. Und was ich echt auch schön finde, mal nebenbei erwähnt. Diese schönen hier Strände überall, diese Lagunen, wo man so lang fahren kann. Also ich werde mal die Tage auch nochmal in den Übungsraum gehen oder aufmachen und mir das einfach nochmal reinziehen mit einem schnellen Met oder mit einem Light. Also es ist wirklich gelungen, die Karte. Ja. Aber ich versuche, ich kenne die Karte noch nicht völlig desorientiert. Ich dachte, ich kann vielleicht da ein bisschen rüber snipern, aber war wohl nichts. Also ich lerne die Karte auch noch kennen. Aber ich denke, das kommt dann mit der Zeit. Da habe ich gemerkt, eben fahren wir lieber ein bisschen zurück, weil in der Mitte kommt ja das 257 durch den einen Tunnel, den anderen auch. Und ich spiele den TNH als, ja, als Reloader sozusagen mit zwei Schuss, seht ihr ja. Und ich habe mir das für unsere Mur angewöhnt, dass ich da nicht ganz so aggressiv reingehe. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht jetzt auswendig, ob fast 30 Sekunden habe ich Reload und dann bist du halt tot, ne? Wenn du dann ein Objekt 140 oder egal was für einen anderen Tank vor dir hast, der nimmt dich halt mal gepflegt auseinander. Darum spiele ich den eher so als Unterstützer-Heavy auch. Oder eben jetzt ein bisschen langsamer und nicht ganz so aggressiv gegen die 75. Und man sieht auch gleich, denke ich, er macht mir einen Gefallen, der E75. Und eben hier an der Ecke, wo ich jetzt spiele, auch mit dem Tiger 1 und so, das ist halt dieses übliche Eckengebumse, sagen wir mal. Ne? Hier fahren die Heavys gerne hin. Aber ich weiß nicht, wie die endgültige Meta ist. Es kann sich ja vielleicht auch noch ändern. Ja, und jetzt lädt er halt ewig nach, ne? IS-22 weiß das und kommt rum. Aber hier habe ich einen guten Freund. Ich bezeichne jetzt mal einen TD-Fahrer als Freund. Jetzt ist ja. Nein! Ah, die wäre schlimmer. Der hat mir ein bisschen geholfen. Ich dachte, der WT auf Panzer 4 kann schon wirken, aber habe ich ihn nur auf Kette gestellt. Seht ihr, und jetzt habe ich den ewigen Reload. Ich glaube, er drückt mir sogar zwei Schüsse. Somit haben wir das Spiel gewonnen. Wie gesagt, ihr seht hier das Mäuschen, die sind ja auch durch den Schlauch durchgekommen. Ich habe mich artig bedankt beim TD. Hier haben sie die Front auch gewonnen. Die Mitte ist eigentlich, glaube ich, kaum einer gefahren. Somit hatten wir das Spiel gewonnen. Da steht gammelt noch ein T32 rum, nehmen wir noch schnell mit. Aber wie gesagt, ich wollte dann gar nicht mehr weiterfahren groß. Ich wollte eigentlich dann hier noch ein bisschen schauen. Ne? Ich bin noch dabei, die Karte ein bisschen kennenzulernen. Aber
Ja, es ist halt so. Dafür gibt es Übungsräume in dem Spiel. Könnt ihr gerne mal reingehen, macht halt einen Übungsraum auf. Es gibt ja genug Spieler, die es auch interessiert. Und dann guckt euch die Karte mal an. Ich finde sie wirklich, auch wenn ich es zum dritten Mal sage jetzt, sehr gelungen. Ich glaube, und da gibt es auch ganz, ganz viele Schusskanäle. Die muss man sich halt reinziehen und die lernt man halt mit der Zeit kennen. Oh ja, wollte ich ein bisschen die Lagune angucken. Ja. Also guck mal hier, das ist gar nicht schlecht. Die Hütte auch, ist auch schön. Also nicht schlecht. Ich finde, die Karte ist relativ gelungen. Der übliche Schwachsinn halt, unspielbares Gebiet in der Mitte, aber das macht Wargaming gerne. Aber gut, die Karte ist jetzt nicht so wie andere Karten zu klein, dass du dann sehr eingeschränktes Gameplay hast. Du kannst halt ausweichen auf die Seiten. Dadurch, dass sie so groß ist, ist es nicht so tragisch in der Mitte. Ne? Na gut, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte euch nur die neue Karte mal vorstellen. Mein erster Eindruck von der Karte ist gut. Und wie gesagt, gibt viel zu lernen mit Schusskanälen und Tralala und Hopsasa und viel anzuschauen. Aber wie gesagt, es macht Spaß. Okay, ich wünsche euch was. Schönen Tag, schöne Woche. Schönen Monat, schönes Jahr, egal. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Und ja, die Tage kommt wieder mal was, gell? Okay, also danke euch. Ciao.